zeigte, dass wir dann alle miteinander am 16. Zusammenhelfen, wie man so schön in Bayern sagt, dass Pfaffenhofen und Pfaffenhofen auch den ersten Freien Wähler Landrat bekommt, oder? Ich glaube, da müssen wir einfach mal ordentlich nochmal alle Freunde anstiften, dass wir zur Wahl gehen. Und ja, was das angeht, ich zähle auf euch. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn es dann losgeht im Mai, dass ich mich da ein bisschen mit einbringen darf. Und ich hoffe, das ist so aufregend, wie ich es mir vorstelle. Dankeschön. Ich soll gleich da bleiben. Wir machen nämlich jetzt gleich nochmal die Scheckübergabe. Hans-Peter, Fotos, ohne Foto ist nichts, die Welt. Und zwar, ich weiß zwar jetzt nicht, was rausgekommen ist, und ich darf jetzt die Frau Andrea Hollmey zu mir bitten, die Vorsitzende des Pfaffenhofener Tierschutzvereins e.V. Und Sie wissen, sie hat ein großes Unterfangen vor sich. Sie bauen das erste Tierheim in unserem Landkreis. Bis dato haben wir Kommunen uns immer mit Neuburg zusammengeschlossen und die Fundtiere und so weiter dorthin gebracht. Es ist doch besser, wenn wir es hier vor Ort im Landkreis angehen können. Und ich kann allen, die ein bisschen Sorge haben, dass das Problem gibt, sind ja Pfaffenhofener auch da, sagen, dieses Heim wird so errichtet, dass keiner Angst haben muss in der Nacht, dass die Hunde bellen oder jaulen und dann keiner in der Umgebung von einem Kilometer mehr schlafen kann. Dafür sorgen wir schon mit der Technik von der Firma Schech, dass in der Nacht der Lärm zurückgehalten wird, dass sie trotzdem frische Luft bringen. Und ich habe mich erst bei